Ich darf die Urkunde verlesen, lieber Herr Treusch. Die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte verleiht im Rahmen der 132. Versammlung die Alexander-von-Humboldt-Medaille Herrn Prof. Dr. Dr. H.C. Mult Joachim Treusch für seine großen Beiträge zur Entwicklung unserer Gesellschaft als Vorstandsmitglied, Präsident und langjährigen Begleiter des Vorstandes. Die Medaille würdigt in gleichem Maße den Beitrag des Preisträgers zur Umsetzung unseres Schülerprogramms als Vorsitzender der Wilhelm und Else Hereus Stiftung und seine Verknüpfung der Gesellschaft mit den Netzwerken der Wissenschaft, ganz im Sinne Alexander von Humboldts. Als Gründungspräsident der Helmholtz-Gemeinschaft, Senatsmitglied der Leopoldina und Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften hat er viele Verbindungen für die GDNE mitgestaltet. Leipzig am 8. September 2022. Liebe Jüngere, liebe Ältere, Dankbarkeit ist mein erstes Wort. Dankbarkeit zum einen dafür, dass ersichtlich die GDNE ihren 200. Geburtstag in großer Frische, Fröhlichkeit ist vielleicht heute nicht das richtige Wort, und mit Zukunftshoffnungen angeht. Dankbarkeit natürlich auch für die große persönliche Ehre, die Sie mir angedeihen lassen, und für die Laudatio, liebe Frau Neher, die ich, wie Sie verstehen werden, mit Vergnügen gehört habe. Ich möchte aber gerne der GDNE auf Ihren Geburtstagstisch noch eine Hoffnung legen, die gute Chancen hat, erfüllt zu werden in den nächsten Zeiten, die wir, Frau Neher, wie ich, wie auch sicher die meisten von Ihnen seit vielen Jahren teilen, die Hoffnung nämlich, dass die Jugend aus unseren Fehlern lernt. Ich will das kurz am Beispiel erläutern. Als die DPG, also die Physikalische Gesellschaft, 1985 ihre, im Übrigen aus heutiger Sicht unglaublich präzise Denkschrift zum Klimawandel und den damit zu erwartenden Bedrohungen veröffentlichte, gab es eine sehr populistische Reaktion der Medien. Manche haben damals das Bild auf dem Spiegeltitel gesehen vom Kölner Dom, der tief im Rhein stand, und von den Krokodilen, die im Rhein schwammen. Es war keine vertrauensbildende Maßnahme. Es gab einige kritische Reaktionen der Meteorologen und Klimatologen nach dem Motto, dürfen die Physiker das überhaupt? Auch keine vertrauensbildende Maßnahme. Und als Konsequenz kaum eine Bewegung der Politik. Wenn sich nicht mal die Wissenschaftler einig sind, müssen ja gar nichts tun. Die Bedrohung überforderte die Weitsicht. Cassandra hatte wie in Troja schlechte Karten. Das Ergebnis ist bekannt, Troja ging unter. Sie, die jungen Leute, kennen die trojanischen Pferde heute als Schadsoftware. Passt gut. In den 90er Jahren, Frau Neher hat das schon erwähnt, kamen wir alle, wir Älteren, immer klarer zu der Erkenntnis, man muss den Schülern und Schülerinnen und den Lehrern und Lehrerinnen wissenschaftliches Denken näher bringen, wenn man erfolgreich in den Dialog mit der Gesellschaft über die Wissenschaft einsteigen will. Es wurden damals in schneller Folge Schülerlabors in Göttingen, dann in der ganzen Republik, gegründet. Jugendforsch gewann weitere Bedeutung. Es gab Wissenschaftstage, Wissenschaftswochen, Wissenschaftsjahre. Neue Olympiaden für die Jugendlichen wurden weltweit kreiert. Die Deutschen waren da gar nicht schlecht. Schülerpreise wurden ausgelobt. Lehrerpreise wurden ausgelobt. Dass Sie heute hier sind, um bewusst bei dieser Tagung, Sie, die jungen Leute, über den Tellerrand zu schauen, ermutigt mich ebenso,
wie die zunehmend kritische und streitbare Aktivität der jungen Leute, denen ich so persönlich begegne. Sie haben begriffen, dass Wissenschaft Streit bedeutet, aber Streit mit dem Wunsch, zu einem gemeinsamen guten Ergebnis zu kommen. Nicht zur Wahrheit, das ist ein sehr ferner Begriff, aber immerhin der Wirklichkeit so nahe wie möglich und den Bedrohungen so effektiv wie möglich zu begegnen. Lassen Sie uns diese Offenheit nutzen, mit junger, kritischer Energie in das dritte Jahrhundert der altehrwürdigen JDNR gehen, die so viel zu dieser guten Entwicklung beigetragen hat und beiträgt. Ich freue mich auf die anschließende Präsentation der Schüleraktivität. Es gibt nur eine Welt und ich bin hochgespannt, was die Ergebnisse sind und freue mich in diesem Sinne auf die Tagung. Vielen Dank.